einzustehen. Flint Hammerhead. Bruce Superstar. Ja! Murloc, der Uglinator ist hinter dir hier, pass auf! Wachse, wachse, kleiner Wicht und haut zu, ganz fürchterlich! Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Bruce Lee ist ein großer Kampfsportler. Na, hört mal, euch ist schon klar, dass er Knuckle nur benutzt, um groß rauszukommen. Ja. Yep. Rein mit der Prepaid-Zeitkarte. Gebe Koordinaten für 1972 ein. Also, Doktor, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir uns im 20. Jahrhundert in Rom auf die Suche nach Julius Caesar machen. Du Kleiner! Du hast wohl heute den Clown gefrühstückt, was? Er ist immer so sau ernst. Manchmal muss ich ihn einfach veräppeln. Juhu! Wir nähern uns den Koordinaten. Mensch, ist Hongkong eine große Stadt? Sie ist eine der größten Städte am Pazifik. Viele Leute finden es genauso geil wie New York City. Hier gibt's bestimmt viel mehr asiatische Mysterien. Mysterien? Kann man die mümmeln? Wenn wir Pech haben, mümmeln die uns. Wir suchen erstmal einen Zeitschifter, der ein Meister der Kampfkunst des großen Hongkong Fui ist. Hey, mach einen Schuh. Los in Ruhe, ja? Was geht denn da? Da geht einiges. Ich flieg mit. Hey, seid vorsichtig! Moment mal, du kannst nicht so einfach vom Setup hauen. Das Team ist von dir abhängig. Verstehst du das nicht, Lee? Ich sag's dir nochmal, lass mich in Ruhe. Ja, und sag mir nicht, was zu tun ist. Das ist doch sein Job. Warum benimmst du dich so dämlich? Wir wollen jetzt endlich weiterdrehen, aber du hältst die ganze Produktion auf. Ich wollte von Anfang an nicht mitspielen, obwohl ich der Einzige bin, der hier wenigstens Talent hat. Damit ihr es wisst, ich habe Besseres zu tun, als einen blöden Film zu drehen. Hey, pass auf, was du sagst. Komm doch mal wieder auf den Teppich. Reiß dich zusammen. Das Muffet voll nach Stress. Hey! Optik, wie ist denn der drauf? Der hatte doch gar keinen Grund, gleich so auszuticken. Alles tutti, Joe? Ich habe dich gewarnt. Wieso hast du ihm wehgetan? Hm? Das geht dich einen Dreck an. Ich muss dir wohl meine Lektion erteilen. Du, werd nicht frech, du, sonst zeige ich dir mal, was Knuckle Power bedeutet. Du kennst Zeitschifter Knuckle? Das ist mein Name, aber sprich dich nicht zu oft aus. Hä? Nicht schlechter Sprich. Rupf dich am Riemen. Verzeih, ich war unbeherrscht. Von wem hat er die Knuckle Power? Dickes Ei, dickes Ei, dickes Ei. Wenn du die Kontrolle verlierst, verlierst du auch deine Würde. Kapierst du das mal? Ja, ich verstehe, Meister. Das war ein unmögliches Benehmen. Das hätte ich dir nicht antun dürfen. Ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen. Ich wollte nie Schauspieler werden. Das war die Idee meines Vaters. Ich war so klein. Die Großen haben immer rumgestänkert, bis Knuckle zu mir kam. Was hast du in unserem Hoheitsgebiet zu suchen, du Stöpsel? Du weißt doch gar nicht, was das ist, du Idiot. Was? Soll ich dir mal eine knackeln, du Knirps? Da! Da! Ich denke, wir können die Differenzen beilegen. Oder was meint ihr, Jungs? Auf ihn! Du hast es so gewollt. Wer bist du? Ein Hirschhörnchen? Ein Meister! Ein Meister? Dann möchte ich dich um etwas bitten. Lass mich dein ergebener Schüler sein. Er brachte mir hunderte von Bewegungen und Techniken bei. Der Schlüssel zur Knuckle Power. Irgendwann beherrschte ich die Kampfsportarten so gut, wie ich es mir nie hätte träumen lassen. Und nun werde ich vielleicht internationaler Meister. In Kürze finden die Meisterschaften statt. Wie? Du wirst es aber mit ein paar harten Gegnern zu tun haben. Ja, aber gegen meine Energie können sie nichts ausrichten. Mein Talent und mein Können werden mich nach oben bringen. Bruce Lee, der Champion, wenn Schweine fliegen Wer sagt das? Petrafina! Na, das soll mir doch. Wer ist Petrafina? Das bin ich, Bruce Lee. Und du hast etwas, das mir gehört. Greif den Shifter ab! Jawohl! Ja! Aufkomm! Fußverstauch! Schuss!
hat, wie als hätte eine Ratte da reingebissen. Ich will nach Hause! Tanze, 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 tanze! Das reicht jetzt, Lee! Hör sofort auf! Aufgemerkt! Wartet hier! Lee, Busta! Zur Verteidigung ein, nicht zum Angriff! Aber Meister! Merkt ihr das ein für alle Mal? Flug, wir schmieden uns einen ungeklöppelten und fußgeraten Plan! Hey, sie turnen! Ach, lass sie doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Knuckle und Lee sie schwer beeindruckt haben. Wenn ich diese Art von Power, die ich jetzt habe, halten kann, dann werde ich ganz bestimmt der Champion. Das finde ich ja super, Obertutti. Ich will auch beim Wettkampf mitmachen. Hä? Sag mal, weißt du eigentlich, was du da babbelst? Aber auf allerjetzten. Außerdem wäre das gutes Training für mich. Solltest du die Vorrunden schaffen, trittst du gegen mich an. Und ich habe ernsthaft vor, zu gewinnen. Ich kann's kaum erwarten. Ihr zwei seid solche Batschatten. Lass eure Wachen. Ich frohlocke auf dem Seidenkissen, ihr Loser. Petrafina ist kein Loser. Ich bin nur auf ein Hindernis gestoßen. Das ist alles. Mir scheint, dieses Hindernis namens Flint wird langsam zu einer schlechten Gewohnheit. Sieh's doch ein, du bist eine Pusher. Willst du ein Knuckle-Sandwich? Mach doch, mach doch. Hör zu, Darklad hat gesagt, wenn ich ihm den Shifter bringe, darf ich mit ihm zusammen das Universum beherrschen. Klar? Genau das hat er gesagt. Und über sowas würde er keine Scherze machen. Wenn es mir also gelingt, Knuckle einzufangen, gebe ich ihr die Befehle und du arbeitest für mich. Nee, ihr arbeitet für mich Schicht im Schacht. Dein Bückling? Ist richtig. Kriegen wir dann mehr Kohle? Schicht im Schacht, ich glaube, es kracht. Hey! Hoffentlich wird sich Lee von seiner besten Seite zeigen. Solche Kämpfe testen die innere Stärke. Ich verstehe, du hast Steine statt Hirn. Und kämpfen! Ja. Ja. Boah, ey, was ein Sieg! Gut gemacht! Flint amüsiert sich prächtig! Und kämpfen! Was hat denn der Wicht hier zu suchen? Gegen den kann ich doch nicht kämpfen, das ist ja wohl ein Wind! Auf Busse, Lucy! Und der Sieger ist... Flint! Voll frei, voll frei! Alter Schalter! Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Angeber. Zum Glück haben sie sich noch nicht die Beißer rausgesammelt. Jetzt brauche ich nur noch eine Tüte Peace Popcorn. Oh ja. Du kannst dich schon mal warm laufen. Vor dir steht der Champion. Mach mal nicht so ein Decken, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich gewinne hundertprozentig. Du wirst verlieren. Wow. Wow. Oh Mann! Was ist denn da los? Hä? Da brat mir doch einer. Wo ist der? Hey! Ja! Jetzt zeige ich dir die höchsten Künste der Knuckle Power. Wow! Ciao! Wow! Wow! Obacht, Flint! Ein Eisdrache! Hier ist der Sieger! Noch so ein Spruch hier auch! Für den tollen Kampf, Bruce Lee. Jetzt lunzt er weg. Oh.
schon gut. Still gehalten und Kopf null. So. Und wer sitzt jetzt im Schaft? Pläne, die man schmiedet, sollten funktionieren. Warum sollte man sonst welche schmieden? You must remember this, dass ich ihn gestempelt und unter Kontrolle gebracht habe. Ja, schön für dich. Jetzt wird aus dir Nackelmeister. Ha! Das nenne ich doch mal ein Haustier. Ich hätte gewinnen sollen. Warum hat es nicht geklappt? Wo habe ich versagt? Woran muss ich noch arbeiten? Das müssen wir leider nochmal machen. Und wieso, bitteschön? Dein Charakter soll schüchtern und großzügig rüberkommen. So wie du ihn spielst, besitzt er nicht einen Funken Großzügigkeit. Ich spiele diese Szenen so gut, wie ich es immer getan habe. Aber das reicht nicht, Bruce Lee. Es ist noch lange nicht gut genug. Was soll ich tun? Du bist viel zu egoistisch. Kehre deine großzügige Seite heraus und setze sie ein. Wenn du das nicht schaffst, bist du weder ein guter Schauspieler noch ein guter Mensch. Sie behaupten, ich sei ein Egoist? Das lasse ich mir nicht gefallen! Ich kündige! Na toll. Er sagt mir, dass ich kein guter Schauspieler und auch kein guter Mensch bin. Und jetzt muss ich auch noch erkennen, dass ich nicht kämpfen kann. Was ist mit mir los? Ach, was wollt ihr denn? Zieh doch nicht so eine Flappe. Komm mit uns zur Siegerehrung. Bruce Lee, den hast du echt hyper mega krass verschrödelt, Alter. Klar. Euer Kumpel hat mich auf die Matte geworfen. Flint hat's eine Menge Spaß gemacht. Schön, Zweiter zu werden macht aber keinen Spaß. Es gibt mehr im Leben als Preise zu gewinnen. Ach ja, für mich aber nicht. Vielleicht ist Knuckle ein Meister, weil ihn Trophäen und Preise nicht interessieren. Und mit Sicherheit auch, weil er sich wesentlich besser unter Kontrolle hat und nicht so schnell austilt. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Keine Ahnung. Frag das doch lieber Knuckle. Ich freue mich nun, den Preis für den zweiten Platz an Mr. Lee übergeben zu dürfen. Bruce Lee, treten Sie bitte vor. Hey, Dad, meinst du, Bruce kommt noch? Der arme Kerl, ich fürchte, er ist zu stolz, um sich mit dem zweiten Platz zufrieden zu geben. Deshalb wird er wahrscheinlich gar nicht erst... Hey, Leute, ich mach Feierabend! Champion ist. Was meinst du, kleiner Wicht? Ich nehm sie fest. Keiner verwüstet unbeschadet einfach so unsere Arena. Auf ihn! Ja. Hey, hört sofort auf! Wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt? Alle stehen, du Zwerg. Es wurde aber auch langsam mal Zeit, dass wir uns anglopschen. Leider kam uns bis jetzt ja immer dein Freund der Filmknödel in die Quere. Aber jetzt ist er beschäftigt und du kriegst, was du verdienst. Ach, das arme Baby muss ganz allein kämpfen. Treff ins Klo, jetzt kriegst du Saures. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch der kleine Stinke Finn will zu Hause sein. Das hat nicht funktioniert. Wissen Sie, um zu verhindern, dass er sie trifft, müssen Sie sich schneller bewegen. Bei dein und bei mein, die Haune. Warum versuchen Sie es nicht einfach mal in die andere Richtung? Bei dein und bei mein kriegst du... Welch köstliches Amüsement einem hier offeriert wird! Wie labend! Das war ja so eine peinliche Vorstellung, dass ich die Arena verlassen musste. Das biegst du schon wieder gerade. Spalletti? Sag doch was! Das ist der Knuckle-Drache. Seht mal, das mag ja Knuckle sein, aber der Stempel auf seiner Stirn bedeutet, dass er von Ugly-Nator beeinflusst wird. Er ist mein Meister, ich muss ihn befreien. Sekunde, ich versuch mal eben, ihn zu bekehren. Netter Versuch. Probier's nochmal, Flint. Pfui, du hast einen Mundgulli. Meister, ich möchte doch noch so viel von dir lernen. Zauberhaft. Das beweist, dass ich als alleinerziehender Vater für Knuckle das Sorgerecht habe. Das heißt, wir arbeiten jetzt für dich? Heul doch, wenigstens erinnerst du dich an unsere Abmachung. Hat jemand eine Idee, wie wir das wieder gerade bügeln können? Terry, forder bei Onkel Bernie Unterstützung an. Bin schon dabei. Knuckle! Hey, leg dich mit mir an! Ich bin bereit! Ja, ich werde dich besiegen!
hol dir von Papa noch mehr Aua. Immer schön cremig bleiben, wir machen das schon. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Sie fossilisieren! Morgen, Kinder. Musi, mach mal mächtig einen auf Verwandler. Geht klar. Musi verwandelt sich in... Musi-Meister! Ah, mit nur einem Arm ist unfair! Ich kann auch anders! Menno! Musi! Klar, Junior! Hammerhead Rock! Versuch's nochmal! Meister, du hast mich die Kampfsportarten gelehrt und mir vertraut, sie verantwortungsbewusst einzusetzen. Aber es gibt noch so viel, das ich von dir lernen möchte. Meister, halt ein! Musi! Du schaffst das! Volle Galume, Angriff! Er hat für mich gekämpft, jetzt kämpfe ich für ihn! Funktioniert. Ja! Jetzt weißt du, wie du deine Kraft richtig einsetzen kannst. Hä? Es geht um den Charakter. Man muss ein vollwertiger Mensch sein. Zum Schauspielern? Um auf allen Ebenen erfolgreich zu sein, musst du noch sehr an deinem Charakter arbeiten. Ich möchte einen guten Charakter haben. Das muss ich lernen. Ah! Ups. Meister, wie geht's Ihnen? Geht so. Ah! Mäusemecken, da müssen wir den schwarzen Peter wieder aktivieren. Jetzt gibt's auf die Mütze, ihr Flachzungen! Ich bevorzuge es ganz und gar nicht, wie eine Ölsardine zu reisen. Hättest du wie versprochen alles in den Griff gekriegt, müsste ich uns hier nicht rausboxieren, Mann. Besser geht jetzt los. Von mir aus schon seit gestern, du Glubschaugenfratze. Dino, bedien mal deinen Klöppel. Sicher. Seht mal, das habe ich mir von Michael Jackson abgeguckt. Der sah mal genauso aus wie ich. Mega fett, jetzt kommt der Roboter rum, wa? Jetzt kriegen wir Schiss. Oh Gott, noch so einer, der einen Clown gefrühstückt hat. Bereit? Mehr als je zuvor. Na ganz toll, wie soll ich das denn bitte Darklord klar machen? Sag mal, was wirst du jetzt eigentlich machen, Lee? Zuerst gehe ich ins Studio zurück und erfülle meine Verpflichtung. Und was ist mit dem Hua Kuo Shua Feng? Ich nehme nicht mehr an Wettkämpfen teil. Die Knuckle Power ist zu wertvoll, um sie für solchen Schwachwuchs zu verschwenden. Ich tue es meinem Meister gleich. Ich werde sie zum Wohle der Schutzlosen einsetzen. Ich möchte euch danken. Mit meiner neuen Einsicht werde ich nicht nur ein besserer Schauspieler, sondern viel wichtiger auch ein viel besserer Mensch. Huch, wohl löblich. Da freuen wir uns die Bäuche löchrig. Ja, aber sowas von... Also, was gibt es denn so super Dringendes zu besprechen? Nun, Murlock, ich warte. Was soll das Ganze? Ich hänge meinen Job als Zeitdetektiv hiermit an den Pflock. Was?